Hi, ich bin Katja von Pilot Kreativ und heute zeige ich dir, wie du ganz leicht dein eigenes geometrisches Muster designen kannst. Im Tutorial zeige ich es dir anhand einer Fotobox, wie diese hier. Aber du kannst es natürlich auch auf einem Rahmen machen oder auf einem Notizbuch, egal worauf du Lust hast. Für dieses DIY brauchst du eine Box, Pintor-Stifte in deinen Lieblingsfarben, ein Lineal und Stifte für die Vorzeichnung. Ich habe hier einen Friction-Stift, der hat nämlich den Vorteil, dass er thermosensitive Tinte hat. Das heißt, wenn ich mit meinem Design fertig bin, kann ich meine Vorzeichnung einfach wegfüllen. So, ich lege jetzt los und zwar mit meiner Vorzeichnung. Das heißt, ich plane erstmal mein Design. Dazu ziehe ich mit meinem Friction-Stift Linien kreuz und quer über meinen Deckel. Aber nicht einfach irgendwie, es gibt ein paar einfache Regeln. Aber keine Angst, es wird nicht kompliziert. Erste Regel: Immer wenn ich eine Linie ziehe, ziehe ich eine zweite, die möglichst parallel dazu ist. Und der Platz zwischen den Linien ist dann das, was am Ende im Muster weiß bleibt. Und jetzt habe ich noch zwei weitere Tipps für dich. Es sieht dann am besten aus, wenn man rechte Winkel vermeidet und wenn man darauf achtet, dass man Flächen kreiert, die ähnlich groß sind, dass das Muster am Ende schön gleichmäßig wird. Bei der Linie gefällt mir jetzt der Winkel nicht so gut, aber ich bin mit einem Friction unterwegs. Das heißt, ich kann die Tinte einfach wieder mit dem Radiergummi am Stift wegradieren. Meine Vorzeichnung ist fertig, jetzt geht's ans Kolorieren. Hier ist meine Farbauswahl. Ich habe ein paar Pastelltöne dabei, dunklere Töne für den Kontrast und ein paar Metallic-Farben, die ich hier als Akzente in mein Muster einbaue. Damit ich beim Ausmalen nicht durcheinander komme, nehme ich mir zuerst einen Pintor in der feinen Strichstärke und umrande die Fläche, die ich ausmalen möchte. Das Ausmalen mache ich jetzt mit einem Pintor in der mittleren Strichstärke. Dann geht das Ganze etwas schneller. Wenn ihr einen neuen Pintor zum ersten Mal benutzt, dann ist die Spitze noch weiß. Das heißt, dass ihr ihn schütteln müsst. Am besten mindestens 20 Mal. Und dann auf einem Blatt Papier pumpen, bis die Spitze sich mit Farbe vollgesogen hat. Bei den beiden Flächen habe ich Komplementärfarben verwendet und für noch mehr Abwechslung wähle ich für diese Fläche jetzt Silber. Das machst du jetzt einfach so lange weiter, bis deine komplette Fläche ausgemalt ist und dann sieht dein Deckel ungefähr so aus. Jetzt muss ich nur noch meine Vorzeichnung entfernen und das tue ich mit einem Föhn. Jetzt weißt du, wie du ganz leicht deine eigene Dekobox basteln kannst. Dabei kannst du sie entweder so bunt machen wie ich hier oder du suchst dir ein, zwei von deinen Lieblingsfarben aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Pilot.